Perlu ist ein Pokémon mit dem Typ Wasser, existiert seit der dritten Spielgeneration und kann sich zu Alabis oder Saganabis weiterentwickeln. Perlu ist ein kleines, muschelartiges und hauptsächlich blau gefärbtes Pokémon. Seinen eigentlichen Körper stellt eine rosafarbene Kugel mit einem verschlafenen Gesicht dar und zwei weißen Zierflecken. Es wird gerahmt und gehalten von sechs hellblauen Auswüchsen, die es zudem mit der unteren Hälfte einer auffälligen Schale verbinden. Diese ist dunkelblau gefärbt und auffällig gefurcht. Die Schale steht im Normalfall aufgeklappt offen, kann jedoch dicht verschlossen werden. Perlu ist zwar sehr langsam und nicht besonders kräftig, jedoch schlägt sich seine harte Schale in seiner robusten Verteidigungskraft nieder. Der schützende Panzer schlägt sich in der Attacke Eisenabwehr sowie seiner Fähigkeit Panzerhaut nieder, welche Perlu vor Volltreffern bewahrt. Die Schalen älterer Perlu weisen durch die Beanspruchung viele Kerben und Kratzer auf. Jedoch lässt sie sich auch offensiv einsetzen. Perlu ist ein Fleischfresser und packt seine Beute mittels Schnapper, woraufhin es sie festhält, bis sie sich nicht mehr rührt. Es kann zudem schwächere Wasserattacken wie Aquaknarre erlernen und einige Exemplare weisen die versteckte Fähigkeit Hasenfuß auf, bei welcher sich aus Angst die Initiative erhöht, wenn sie von einer Unlicht-, Geist- oder Käferattacke getroffen werden. Perlu lebt am Meeresboden in üppigen Algenteppichen wie rund um Xenovil in Hönn. Dort wächst es von seiner Schale geschützt heran und strebt seiner Entwicklung entgegen. Man kann erkennen, dass es sich entwickeln wird, wenn sein Körper für die Schale zu groß wird. Jedes Perlu erschafft genau eine einzige Perle in seinem Lebenszyklus, wenn es sich entwickelt. Dies ist dadurch nicht nur extrem selten, sondern soll zudem auf geheimnisvolle Weise die Psi-Kräfte des Besitzers verstärken. Sie gilt deshalb als immens kostbar und wird auf 10-mal so wertvoll wie eine Perle von Muschas geschätzt. Vor allem Spoink nutzen die geheimnisvollen Kräfte dieser Perlen aus. Wenn jemand im Begriff ist, Perlu die Perle zu stehlen, kann es seine Schale fest verschließen. Dabei ist Perlu der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich entweder zu Alabis oder zu Saganabis entwickeln. Dabei verlässt es seine schützende Schale und nimmt in beiden Fällen eine seeschlangenartige, längliche Form an, wobei Alabis sich auf seine physische, Saganabis auf seine speziellen Kräfte spezialisiert. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung stets durch einen Tausch ausgelöst, wobei Perlu zur Entwicklung zu Alabis einen Abisszahn tragen muss, bei jener zu Saganabis eine Abisplatte. Beide Entwicklungen lassen sich auch im Anime der Episode die Pokémon als Friedensstifter beobachten. Und mit seinem Typ Wasser nimmt es halben Schaden gegen Stahl, Feuer, Wasser und Eisattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.